Daheim unterwegs ist Sigrid Maurer heute an der Ortweinschule in Graz, wo ein ganz besonderes Matura-Treffen stattgefunden hat. Die heurigen Absolventen haben den Matura-Jahrgang 1964 getroffen. Also jene Maturanten, die vor 60 Jahren ihr schulisches Können unter Beweis gestellt haben. Und zwar mit ganz anderen Mitteln, als sie heute üblich sind. Kein Plan? Ganz einfach. Ein Lineal zum Parallelverschieben. Ein Relikt aus dem Jahre Schnee und aus dem Fundus der Ortweinschule, sozusagen die Brücke von 1964 zu 2024. Schon der Schriftzug lässt vermuten, da hat sich einiges verändert in den vergangenen 60 Jahren an der Ortweinschule, in der diese Herrschaften 1964 maturierten. Wir sind ja den Jungen so dankbar, dass wir sozusagen durch sie das Erlebnis Matura noch einmal haben, obwohl es 60 Jahre her ist. Meet and Greet, wie es heute heißt, oder erstes Kennenlernen, wie man vor 60 Jahren gesagt hat. Und eines war sofort klar bei den Präsentationen der beiden Maturantenjahrgänge. Da sind Welten zwischen einst und heute, wenn es etwa um die technischen Hilfsmittel während der Ausbildung an der heutigen HTL geht. Nicht umsonst lautet das Motto der Ortweinschule Innovation. Und so präsentierte man auch den alten Ingenieuren die jüngste Errungenschaft, einen Industrieroboter. Gewaltig, ja, dass das sowas überhaupt möglich ist. Ne? Aber hätte man sich damals, als Sie dann noch zur Schule gegangen sind, gedacht, dass es je sowas geben würde, mal so ein Roboter? Also ich glaube nicht einmal das Wort Roboter war noch da. Wir haben ihn noch auf Transparentpapier mit Dusche gezeichnet und wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben wir mit der Rasierklinge das alles ausrasieren müssen. Spannende Geschichten, wobei man beim Rundgang schon auch feststellen musste, dass der technische Fortschritt in der Ausbildung auch den Jungen einiges abverlangt. Ich staune sehr und ich muss die jungen Leute bewundern, dass sie das alles so packen. Nicht? Das ist ja nicht so einfach alles zusammen. Nicht? Umgekehrt ziehen die Jungen vor den Leistungen der Maturanten aus dem Jahre 1964 den Hut. Also es ist für uns gar nicht vorstellbar, was die mit der Hand gezeichnet haben, weil wir haben ja Hilfsmittel und dergleichen. Im 3D-Rendering sind wir ja wirklich stark. Programme, Revit, AutoCAD und so, das haben wir schon gut, aber mit der Hand, das haben wir schon ein bisschen problematisch unterwegs. Und Taschenrechner gab es auch keinen. Mit einem Rechenschieber musste man sich beim Multiplizieren oder Quadrieren begnügen. Ein Beispiel, 2x2, um es einfach zu machen. Den Schieber, den 1 über den 2er. Und dann fahren Sie auf dem Schieber zum Zweier und dann haben Sie darunter das Ergebnis 4. Ohne Technik, ohne nicht einmal am Taschenrechner, da wirklich statische Systeme auszurechnen. Wir können es uns auch viel besser vorstellen durch diese ganzen 3D-Modellationen und sowas. Ja, aber da habe ich schon großen Respekt vor denen. Trotz allen Fortschrittes, die Aufregung vor der Matura ist 2024 die gleiche wie 1964. Und so gilt heute wie vor 60 Jahren: cool bleiben und alles Gute.